Servus Lastovas-Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die ganzen Skillbäume für Ellie freischaltet. Es gibt extrem coole Skills, die schaltet man natürlich frei, indem man im Endeffekt Magazine findet und liest. Die kann man aber leider im Spiel verpassen. Dass euch das nicht passiert, gibt es hier dieses Video. Bleibt dran! Wie gerade schon erwähnt, gibt es im Spiel verschiedene Magazine. Wenn man die eben findet und liest, schaltet man für Ellie einen neuen Skillbaum frei. Teilweise sind die Skills in diesen Bäumen extrem nützlich. Deswegen sollte man auf jeden Fall schauen, dass man diese ganzen Magazine findet. Wie gesagt, man kann sie leider verpassen, wenn man dran vorbeiläuft. Deswegen zeige ich euch jetzt die ganzen Location von diesen Magazinen. Und wir werfen auch noch einen Blick auf die einzelnen Skillbäume, welche Skills sich im Endeffekt lohnen. Ich würde sagen, wir fangen bei der ersten Location an. Fangen wir mit dem ersten Magazin an, das ist für den Fertigungsskillbaum, bekommt man relativ früh im Spiel und zwar, wenn ihr nach Seattle reinkommt. Ihr müsst dort in ein Parkhaus rein, mit der Hauptstory kann man nicht verfehlen, es gibt auch nur einen Eingang, ihr müsst dann oben ein paar Klicker und Infizierte im Endeffekt töten und einen Stock tiefer gibt es dann im Endeffekt hinten links eine Türe, die ist verschlossen, macht aber nichts, wir hüpfen im Endeffekt durchs Fenster rein und wenn wir uns dann links halten, finden wir schon das erste Skillbuch, wie gesagt für den Fertigungsskillbaum. Skillbaum und da sind schon ein paar nette Sachen mit dabei. Gleich den ersten Skill vom Baum finde ich extrem stark, denn man kann seine Nahkampfwaffe reparieren und deutlich verstärken. Das funktioniert aber nur einmal, ist trotzdem cool, denn die Waffe hebt eben länger. Man findet nicht so viele Nahkampfwaffen im Spiel. Wenn man dann zum Beispiel eine Axt hat oder eben eine Machete, ist es cool, wenn man die dann wieder reparieren kann. Ich mache es immer so, ich schlage erst so ein paar Mal auf die Gegner drauf, wenn ich sehe, die Haltbarkeit geht zur Neige, dann habe ich eben diesen Skill, kann die Nahkampfwaffe reparieren. Sie hat wieder die volle Haltbarkeit und ist on top ein Tick stärker. Finde ich, kann auch jeder Spieler gebrauchen, denn man hat immer Situationen, wo man im Nahkampf kämpfen muss. Der zweite Skill verbessert die Herstellungsgeschwindigkeit um 100%. Finde ich, braucht man nicht unbedingt, denn normalerweise sollte man vor dem Kampf gucken, was man alles herstellen kann und nicht im Kampf. Und deswegen braucht man diesen Skill nicht unbedingt. Und ich finde auch, die Herstellungszeit dauert jetzt auch nicht so lange, dass man diesen Skill braucht. Allgemein muss ich sagen, die unteren Skills sind eher wichtig, wenn man auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt. Denn hier werden auch zum Beispiel die Schockbomben zu Rauchbomben und gerade auf höherem Schwierigkeitsgrad ist es doch besser, wenn man sich mal durchschleicht oder eben schnell durchrennt und da ist eine Rauchbombe ganz nice. Ebenfalls das Medikit macht 50% mehr Heilung und zu guter Letzt kann man eben mit weniger Materialien im Endeffekt mehr Rauchbomben herstellen. Und ja, ich würde sagen, der Skillbaum ist eher was. Dann der erste ist gut, der erste Skill und die unteren vier ist eher was, wenn man eben auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt. Das Magazin Nummer 2 befindet sich an dieser Tankstelle. Kommt man einen Tick später vorbei, kann man nicht verpassen. Diese Tankstelle sticht einen ins Auge. Gegenüber ist eine Bücherei, dort rein und da findet man das Magazin des Tarnungsskillbaums. Extrem geile Skills, sehr starke, darf man keinesfalls verpassen. Hier drin warten im Endeffekt ein Mutierter und zwei Infizierte. Schaut, dass ihr euch an die Stelle hinstellt, wo ich gerade bin. Werft an die weiße Tür eine Flasche oder einen Backstein, der, Klicker kommt im Endeffekt raus und ihr werft einen Molotow-Cocktail hinterher. Von der rechten Seite kommen noch zwei Infizierte, einfach dann mit der Revolver zum Beispiel niederschießen. Lauft dann zum Klicker hin, haltet euch aber links weiter in den Raum reinlaufen und ganz hinten in der rechten Ecke findet ihr dann das Magazin. Wie gerade schon erwähnt, sind diese Skills extrem stark. Als allererstes bekommt man dadurch den Schalldämpfer. Wenn man den ersten Skill skillt, kann man sich den Schalldämpfer für die Waffe unten herstellen mit verschiedenen Materialien. Eine super geile Sache, hat mir wirklich oft im Kampf schon geholfen. Als zweites wird der Lauschmodus verbessert. Man sieht die Gegner deutlicher. Finde ich auch nicht schlecht. Hat mir auch im Spiel weitergeholfen. Auch der dritte Skill ist nicht schlecht. Wenn man sich in Bauchlage befindet, kriecht man einen Tick schneller. Kann eben ja schneller bei den Gegnern vorbeikriechen. Ist auch nicht verkehrt. Dann kann man den Schalldämpfer noch verbessern. Er hebt normalerweise nur 3 Schuss. Mit dieser Verbesserung auf 5 Schuss. Und der letzte Skill ist extrem geil. Denn der Lausch, wenn man einen Gegner lautlos tötet, ist die Animation sehr, sehr lange und hier eben 100% schneller. Sieht auch anders aus, einfach eine mega geile Sache. Das dritte Magazin befindet sich viel später im Spiel. Ihr müsst hier durch einen Fahrradladen durch. Kann man sich auch gut merken. Es gibt nur einen Fahrradladen im Spiel. Ihr seht, wie viele Fahrräder hier rumhängen. Man ist in diesem Abschnitt auch alleine unterwegs. Wenn man aus diesem Fahrradladen rauskommt, sieht man hier dieses gelbe Taxi. Dahinter dieser Militär-Humvee und im Hintergrund eben dieses Haus mit den roten Markisen. Und dort muss man rein.
Wenn ihr euch in diesem Laden befindet, müsst ihr einen Stock tiefer in den Keller runter. Könnt ihr runterhüpfen, hier auf jeden Fall vorsichtig sein, denn es befinden sich im Keller Mutierte und ist auf jeden Fall ein etwas heftiger Fight. Ihr könnt es ein bisschen einfacher machen, wenn ihr Molotow-Cocktail habt, werft eine Flasche in irgendeine Ecke, die Mutierten rennen wie immer dorthin und dann ein, zwei Molotow-Cocktails zur Not mit der Schrotflinte noch draufschießen und dann sind sie down. Im unteren Bereich kann man sehr viele Gegenstände finden, sucht alles ab, kriecht unter einer Wand im Endeffekt durch und dann könnt ihr im hinteren Bereich nochmal eine andere Treppe hochlaufen und im oberen Bereich gibt es dann einen Spielzeugladen und wenn ihr den auch durchsucht, findet ihr auf der rechten Seite hinten das nächste Magazin für den Präzisionsskillbaum. Die Skills in diesem Baum sind auch nicht schlecht, ihr seht bei mir, es sind alle geskillt. Gleich der erste gibt euch 100% mehr Stabilität und Genauigkeit, wenn ihr euch beim Zielen bewegt. Macht man hin und wieder, dass man nach links oder nach rechts oder nach vorne läuft und dann eben genauer zu sein, ist extrem stark, deswegen auch direkt bei mir geskillt. Man kann auch gleichzeitig noch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen um 50%, läuft man eben dann schneller beim Zielen, finde ich auch nicht verkehrt. Die Reichweite vom Lauschmodus wird erhöht und man sieht die Gegner durch Wände, auch diesen Skill finde ich sehr gut. Als nächstes kann man noch den Atem anhalten, indem man den L3-Knopf reindrückt. Das funktioniert zum Beispiel beim Scharfschützengewehr. Wenn man Fernrohr im Endeffekt drauf hat, dann bewegt es sich nicht mehr und man kann seinen Schuss perfekt absetzen. Und auch der letzte Skill fand ich extrem nice, deswegen habe ich es auch runtergeskillt, denn Pfeile sind im Spiel extrem stark. Man kann eben lautlose Kills machen und man braucht im Endeffekt, wenn man das geskillt hat, weniger Ressourcen und kann eben dadurch mehr Pfeile herstellen. Magazin Nummer 4 findet man nochmal einen Tick später, wir sind immer noch in Seattle unterwegs, im Endeffekt auf der 5. Ihr seht hier ganz kurz so eine Mini-Sequenz und wenn ihr euch dann an diesem Tor befindet, steht auch was dran, kann man nicht verfehlen, muss man wirklich dran vorbei, da geht es auch weiter, dreht man sich im Endeffekt um und hinter uns befindet sich ein riesiges Hotel, der Eingang ist zwar zu, aber auf der rechten Seite kann man ein paar Treppen runter und durch ein Fenster rein und dann befindet man sich drin, wir müssen dann den ersten Stock nach oben, hier auch alles absuchen. Es findet sich ultra viel Material in diesem Hotel. Eine Türe ist abgeschlossen. Seht ihr auch hier, ich habe es dann so gemacht, ich bin einfach an die Werkbank und plötzlich werde ich von hinten angegriffen. Ballert diese 4 oder 5 Gegner nieder, geht in diesen Raum, der eben verschlossen war und da findet ihr dann das vierte, das letzte Heft für den Sprengstoff-Skillbaum. Die Skills in diesem Baum sind auch wieder extrem stark. Wenn man das Heft verpassen würde, das Magazin, wäre es einfach sehr schade. Ihr seht, bei mir ist auch wieder alles geskillt. Als allererstes bekommt man Explosionspfeile. Wenn man die verpasst, wäre es schon richtig bitter. Sie sind einfach extrem stark mit dieser Explosion, können gleich mehrere Gegner eben töten. Als nächstes kann man von der Sprengfalle den Radius erhöhen. Finde ich auch eine coole Sache, wobei ich die Sprengbombe jetzt nicht so oft verwende oder die Sprengfalle. Viel cooler ist der Molotow-Cocktail. 50% größer Radius ist für mich auch die stärkste Waffe im Spiel. Ihr könnt immer eine Glasflasche werfen oder einen Ziegelstein, die ganzen infizierten Mutierten rennen auf eine Stelle und dann kommt ein oder zwei Cocktails und ihr habt das komplette Gebiet geklärt. Ultra starke Waffe und jetzt nochmal 50% ein größerer Radius. Dann bei den unteren zwei Skills braucht man eben weniger Materialien, um zum Beispiel eine Sprengfalle herzustellen, kann auch gleichzeitig mehr Sprengfallen mitnehmen und das gleiche auch nochmal mit den Explosionsfallen, rundum ein sehr guter Skillbaum. Das waren soweit alle Hefte, wer natürlich mehr Guides sehen möchte zu The Last of Us 2, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, auch gerne mit einem Abo da bleiben, dann seht ihr auch immer, wann das nächste Video online kommt. Wenn es euch geholfen hat, gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.